Hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterpoet, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so fort. Heute haben wir mal wieder die zeitlose Frage, bin ich bindungsängstlich oder einer ungesunden Beziehung auf den Leim gegangen? Was ja leider oft das Gleiche ist, muss man sagen. Noch kurzer Hinweis, wir konnten immer noch die letzte Woche jetzt zum Frühbucherpreis die Mentalheldkurse, diese neue Reihe, Beginn mit Glückskurs und vieles weitere ist auch die letzte Möglichkeit da nochmal, wenn ihr die Selbstbehauptungs-Challenge noch machen wollt, die sehr erfolgreich läuft gerade, dann könnt ihr diese Pakete 1 bis 3 und 1 bis 6 kann man noch buchen, stark vergünstigt, bevor es dann zum 1. Januar auf die Normalpreise geht. Ja, also, ich bin fast 10 Jahre Single gewesen, bevor ich meinen letzten Partner kennenlernte. Hatte kurze Tinder-Affären. Ich habe versucht, Partnerschaften einzugehen und jemanden kennenzulernen, jedoch hat das nie funktioniert, weil ich wahrscheinlich die falschen Standards gesetzt hatte, wie ich nun durch deinen Kurs gelernt habe. Nun lebe ich seit 4 Jahren in Südafrika. Stell mir ja ziemlich geil vor, ne? Hätte mal ein bisschen von erzählen sollen hier. Ist bestimmt. Stell mir das irgendwie cool vor. Ja, lernt man denn da niemand kennen? Wie alt bist du überhaupt? Ich glaube, Anfang 40, okay. Nach den 2 Wochen reisten wir noch ein wenig gemeinsam weiter. Ah, nee, ich. Warte mal, jetzt habe ich einen übersprungen. Mein Ex habe ich auf einer Durchreise in einem anderen Land kennengelernt. Er selbst kam aus Deutschland und nahm sich eine 3-jährige Auszeit von seinem Beruf und wollte reisen. Wir lernten uns in meinem Urlaub kennen und ich erzählte ihm, dass ich in Südafrika lebe. Nach 2 Wochen reisten wir noch ein wenig gemeinsam weiter. Wir hatten eine schöne Zeit, jedoch gab es da schon Momente, die mir irgendwie nicht gefallen haben, wo ich merkte, dass er ein komisches Verhalten hat. Ja, in der idealen Welt sollte am Anfang eigentlich so ziemlich gar nichts stören, so weil das Stören, das kommt ja sowieso immer noch. Und das sind halt häufig, also es kann Bindungsangst sein, muss man ganz klar sagen. Ist aber auch eben häufig so erste Anzeichen, ja, das ist nicht so richtig, dass es Kompatibilitätsprobleme geben wird. Also ihr müsst euch das immer so vorstellen, diese Kleinigkeiten, die am Anfang einer Beziehung sind, die blasen sich typischerweise auf. Das wären dann hinterher die Probleme so, ne? Und deswegen will man am Anfang möglichst gar keine Störfaktoren haben, weil man kann eigentlich sicher sein, dass die sich aufpusten so mit der Zeit, ne? Oh, jetzt wieder. Also diese Tiere hier, das ist einen ganzen Tag Geräuschkulisse, ey. Müssen wir jetzt mit leben. So, jetzt gibt es mal leider keine Absätze. So, und er hatte die komische Eigenschaft, sich ständig in jedem Hotel zu beschweren und Essen zurückgehen zu lassen oder Preise zu verhandeln. Und es war mir oft unangenehm, weil ich es häufig für unangemessen hielt. Ja, das sind deutliche Kompatibilitätsthemen. Und ja, da weiß man einfach schon, dass jemand so ein enges Mindset hat. Und ja, gut, man müssen wir jetzt auch nicht bewerten, aber das ist letzten Endes wahrscheinlich er auch Überstandards hat und ja, das ist irgendwie nicht so richtig Vibe, ne? Aber gut, nee, ist eben nicht gut, ne? Man kann da verschieden sein, dachte ich. Nach unserer Reise verabschiede ich mich dann zurück nach Südafrika. Für mich war es erstmal nur eine schöne Begegnung. Und so, Katze läuft wieder auf dem Computer rum. Es ist echt nicht zu fassen, ey, wirklich. Obgleich von Beginn an viel angesprochen hat bei mir, war ich nicht sicher, ob er zu mir passt. Ja, das verstehe ich. Und ich fühlte mich auch nicht stark in ihn verliebt. Ja, also du gehst da schon über viele Sachen drüber hinweg. Also ich finde es trotzdem super, dass du sagst, hey, ich war jetzt 10 Jahre Single, ich probiere es trotzdem, ist mir egal. Ne? Das finde ich auch gut und das finde ich auch grundsätzlich richtig. Ich meine, ich kenne jetzt dein Beuteschema nicht, aber es ist natürlich schon, dass es ja, dass du einfach merkst, eigentlich passt schon wieder nicht und ist auch scheiße, ne? Dann denkt man, man hat jetzt jemand nach, wieder die Katze auf dem Computer, man hat jetzt jemand nach 10 Jahren und es ist wieder, wieder passt das nicht, man will es vielleicht nicht wahrhaben, müsste man jetzt mehr zu wissen zu deinem Beuteschema, wo es da vielleicht hakt, aber ja, leider sieht das so aus, als wenn es hier auch wieder nicht passt, ne?
nicht wahr. Ne? So, für mich war es klar, dass wir uns wahrscheinlich wiedersehen würden. Zu meiner Überraschung jedoch schlug er vor, zu mir nach Südafrika zu kommen, um mich weiter kennenzulernen. Ja. Okay. Schön. Er beantragte ein Visum und einen Monat später war er dann bei mir. Das hat mir imponiert. Lovebombing? Fragezeichen. Nö, ich meine, es klar, also du warst ja auch nicht so richtig verliebt und du hast ja, wie es aussieht, auch so ein bisschen Bindungsangst-Themen und jetzt kommt jemand sehr auf dich zu, den du grundsätzlich eigentlich ganz okay findest. Und es ist ja auch imponierend, wenn man sich Mühe gibt, so wobei man immer ein bisschen gucken muss. Also das ist tatsächlich, also ich finde das alles jetzt noch so im Rahmen, aber wenn Männer sich zu viel Mühe geben, ist hoffe ich auch nicht so ein gutes Zeichen. Aber das würde ich jetzt hier nicht sagen. Es ist nett und ja, kann man nichts sagen. So, ich muss jetzt, sorry Leute, ich muss jetzt einfach mal die Katze rausschmeißen. Ey. Jedoch bemerkte ich, dass es mich auch etwas unter Druck setzte. Schnell befand ich mich in einem ambivalenten Gefühl zwischen, eigentlich ist mir das zu schnell und zu nah und eigentlich bin ich froh, dass er da ist und so viel Interesse zeigt. Ja, das ist halt so die Bindungsangst, ne? Und natürlich hat die immer auch, natürlich passt das irgendwo auch nicht so richtig. Aber ihr seid ja jetzt nicht verheiratet. Also da weiß nicht, ob du schon mal in die Bindungsangst-Kurse reingeschaut hast. Modul 9 zum Beispiel, dass du wirklich mal guckst, was gehen ja vielleicht so für Glaubenssätze durch den Kopf, so nur weil jemand jetzt zu dir reist, dass du jetzt irgendwas machen müsstest oder nicht müsstest. Also da würde ich vielleicht nochmal gucken, weil das wird dir natürlich immer wieder Schwierigkeiten bereiten, dieses, du willst jemanden und dann aber, ach nee, doch nicht zu nah, aber ich will ihn, doch zu nah, also da wäre vielleicht noch ein bisschen Feinschliff schon ganz gut, so, ne. Weil du willst ja irgendwie auch das Interesse zeigen und da zu gucken, was genau ist da, tört mich da ab, also habe ich das Gefühl, ich verliere da meine Freiheit oder was ist da eigentlich, ne. Aber vielleicht gefällt er dir auch einfach nicht richtig, ne? Das ist immer, das ist echt schwer zu unterscheiden, ne? Deswegen sage ich auch immer, gerade wenn man Bindungsangst hat, zu versuchen, ich weiß, das könnt ihr euch nicht backen, aber jemand zu daten, wo ihr sagt, boah, eigentlich finde ich diesen Menschen richtig attraktiv, ist mein Beuteschema, weil dann wisst ihr, nee, es kann echt nicht daran liegen, wenn ihr dann so Ambivalenzen spürt. Wisst ihr, eigentlich ist das wirklich ein super Mensch und eigentlich gefällt er mir auch und das ist jetzt meine Bindungsangst. Das ist immer schwierig, wenn es auch wirklich reale Gründe gibt, warum einem jemand nicht gefällt. Ne? Ja. Ich stellte fest, dass er allgemein ziemlich unselbstständig war. Na, immerhin ist er zu dir gekommen, hat ein Visum gebucht und alles. Und wann immer ich mich etwas abgrenzen wollte, wir kannten uns noch nicht lange, und etwas Zeit für mich wollte, reagiert er sauer und enttäuscht. Das ist natürlich jetzt ein harter Einschlag, das ist, muss ich auch sagen, boah, finde ich auch ganz schön krass irgendwie und wenig hilfreich, sag ich mal so. Und das triggert, wenn du natürlich sowieso schon Bindungsängste hast, das triggert sie natürlich unendlich. Ja, da muss ich jetzt natürlich sagen, da müssen wir jetzt wirklich sagen, da grätscht das ja nicht so gute Match jetzt auch rein. Weil das muss man natürlich auch mal gucken, wenn man sagt, oh, ich bin so bindungsängstlich, aber wenn du jemanden hast, der total needy und clingy ist, natürlich wird bei jedem Bindungsangst getriggert. Das sind immer diese Sachen, das muss man auch wirklich, habe ich auch in den Kursen beschrieben, das muss man wirklich deutlich trennen alles, ne? Und das ist manchmal echt schwierig, ne? Aber das geht natürlich gar nicht, ne? Ja. Das, ja. Das finde ich schon so, geht doch schon Richtung Red Flag, so, ja. Ja, wir entwickelten eine Beziehung, die etwa 12 Monate anhielt. Okay, das geht mir jetzt ein bisschen plötzlich. Also er ist jetzt plötzlich 12 Monate bei dir geblieben. Also gut, wenn er das natürlich vorher schon thematisiert hat und alles, kann ich verstehen, dass du ein bisschen gezuckt hast irgendwie. Ach, das ist ja krass, ey. Okay, ja. Ja gut, aber warum nicht? Wir erleben viele schöne Dinge, jedoch endet es am Ende, weil wir uns anfingen, mindestens jeden zweiten Tag häufig zu streiten. Ja, also die meisten Beziehungen gehen ja im ersten Jahr auseinander. So, ich würde mir da jetzt keinen Stress machen. Man guckt halt, ob es passt. Und also immerhin nochmal wirklich Glückwunsch, dass du nach 10 Jahren Single
jetzt mal so eine einjährige Beziehung hingelegt. Das finde ich super. Also bau da drauf auf. Und auch wenn das jetzt nicht alles gut war, sag dir, hey, ich habe mir mal wieder einen Ruck gegeben und jetzt nächstes Mal gucke ich noch besser und guck noch besser, wo mein, was ein gutes Match ist. Und aber immerhin hast du, ja, warst du mal wieder ein Jahr in einer Beziehung. Und das zeigt einfach, dass ihr letztlich nicht kompatibel seid, ne, mit jedem zweiten Tag streiten, ne. Oft waren das banale Dinge. Im Kern würde ich doch das Gefühl nicht los, etwas unter Druck zu stehen. Ja, aber wenn ich das so lese, dann ist es auch, du standst auch wirklich unter Druck, denke ich, ne. Wenn ich zum Beispiel mal wütend auf ihn war und etwas Raum und Zeit brauchte, hat er mir den nur selten gewährt, ja. Und das macht jeden irgendwann wuschig. Vor allen Dingen, wenn man Thema hat, was fast alle hier haben, glaube ich, mit Bindungsangst. Das ist echt schwierig. Er wollte immer zu diskutieren und reden. Ja, das ist dieses Oversharing, ne? Ich wollte einfach nur meine Ruhe und Zeit für mich. Ja, das muss gehen in der Beziehung, ne? Das sind letztlich Beziehungsskills. Also, wenn man jemandem Partner seinen Raum nicht gibt, na, das funktioniert nicht. Wie manchmal fast geplatzt. Er hat sich auch oft entschuldigt und das hat mich dann meistens wieder besänftigt. Ja, deswegen ging es auch 12 Monate, denke ich. Weil es, ja, auch diese Entschuldigung gab und so. Aber am Ende des Tages, letztlich ist es ein Kompatibilitätsproblem, ne? Ja. Das hat mich meistens auch wieder besänftigt. Nach außen sah unsere Beziehung schön aus, aber innerlich war ich sehr unglücklich. Ich merkte, wie ich langsam immer weniger Kontakt zu Freunden hatte und auch aufhörte, meinen Interessen wie Malen und Yoga weiter nachzugehen. Sollte man unbedingt weitermachen, ich weiß, man lässt das immer, aber wenn du jetzt so implizierst, weiß ich nicht, dass du es gemacht hast, weil er es wollte, das macht einen wütend irgendwann, ne? Das baut immer mehr Ressentiment auf. Und das solltest du auf jeden Fall aufschreiben für die nächste Beziehung, dass du sagst, nee, also meine Hobbys mache ich definitiv weiter, ne? Sonst hast du irgendwann einen Partner, ne? Ich war ausgelaugt und energetisch immer down. Ja, ich denke auch, wahrscheinlich hätte er auch wirklich viel gezogen und Beziehungen sind natürlich auch manchmal auch anstrengend, ne? Ich hatte das Gefühl, dass ich ihn oft bei Laune halten musste und dass es fast schon schlimm war, wenn es mal mehrere Tage am Stück regnete oder eben seinen Job, den er mal angenommen hatte, nicht mehr gefiel. Ja, also dass sich das ausloggt. Also mach dir da jetzt nicht zu viel Gedanken. Nochmal toll, dass du es probiert hast. Das wird jeden ausloggen. Ja. Der Bettsport war nur mäßig, da er meistens bevorzugte, sich neben mir im Bett über Kopfhörer abends Netflix zu schauen. Will er mal so viel Zeit mit dir verbringen und dann will er abends immer allein Netflix schauen? Also wieso denn nicht mit dir auch? Aber gut, ich meine, Beziehungen sind nicht einfach. Deswegen gehen die meisten, nicht unbedingt nach einem Jahr, aber nach 6, 7, 8 Monaten gehen die meisten auseinander. Weil man einfach, und dann manchmal zieht sich das auch auf ein Jahr, weil man einfach sagt, boah, ey, ist das so Lifestyle oder diese Marotten, die der andere hat, komm ich einfach nicht mit klar, ne? Ist auch okay. Ich fange mich einsam zu fühlen und es verging eigentlich keinen Tag mehr, worüber ich nicht über eine Trennung nachdachte und ob wir einigermaßen kompatibel sind. Am Ende haben wir es beide einigermaßen eingesehen, er hat entschieden weiterzureisen. Wir wollten unsere Beziehung erstmal offen halten. Als er jedoch weg war, spürte ich deutlich, dass ich eigentlich keine unklare Beziehung möchte. Das kann ich auch immer nicht empfehlen, wenn man an seinem Liebeship arbeitet. Ich teilte ihm das mit und habe den Kontakt runtergefahren. Wieso runtergefahren? Dann musst du es auch abbrechen erstmal, ne? Für ein halbes Jahr zumindest. Selbst wenn man jetzt sagt, es war jetzt nicht toxisch, dass man es abbricht für ein halbes Jahr und du einfach mal entziehst vom Partner und dann kann man ja wieder Kontakt aufnehmen. Also nur Kontakt ist auch wichtig im ganz normalen Liebeskummer, weil so hältst du jetzt diese Enden wieder offen und was soll das bringen, ne? Ich habe es ein Jahr probiert, es hat nicht funktioniert und das wird jetzt, denke ich, Glaskugel. Braucht man eine Glaskugel hier, wird das auch nicht funktionieren beim zweiten Mal. Sehr wahrscheinlich. So, Anfangs war ich erleichtert und es ging mir gut. Nun konnte ich in den ersten Nächten wieder gut schlafen. Nun sind 3 Wochen vorbei. Er reist nun in einem anderen Land und ich spüre, dass mir das stellenweise auch sehr fehlt. Ja, aber das ist normal. Das ist normal. Vor allen Dingen nach 3 Wochen. Gedanken schießen in meinem Kopf, ob ich ihn nicht zu sehr vergrault habe. Hör mal, du hast es ein Jahr lang probiert. Wie viel Zeit willst du da noch hinterher schicken und Energie? Dir ging es nicht gut. Lass es doch jetzt. Das ist einfach nur unser Bindungssystem und klar, du hast es mal wieder, aber du hast jetzt gezeigt, du kannst wieder in Beziehung gehen und jetzt such dir den nächsten und mach den nächsten Schritt, so, ne?
ob ich ihn nicht sehr vergrault habe und es schon wieder nicht geschafft habe, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Du hast sie doch aufrechterhalten. Ein Jahr. Das ist, a win is a win, ne? Wie diese TikTok-Reels immer. A win is a win. Das ist doch super. Ne, schaffen die meisten nicht, die 10 Jahre Single waren, würde ich mal sagen. Und das ist Bombe. Also klopf dir auf die Schulter, nimm das Gute mit. Was nicht gut war, versuch's nächstes Mal anders zu machen. Ja, ich versuche meinen Anteil zu finden und frage mich, ob ich auch bindungsängstlich bin. Ah, das sieht mir schon so aus. Also diese neigst doch, also es gibt einen ganz großen Teil bei ihm, aber ich sehe auch einen Teil bei dir. Ja, dass du sehr ambivalent bist, überhaupt 10 Jahre Single warst, spricht ein bisschen dafür. Und aber das sind wir hier alle ein bisschen, ob passiv oder aktiv. Und wie gesagt, mach die fucking Kurse, guck nicht nur die Videos. Aber es kann schon sein, ja. Bin ich beziehungsfähig oder ist es der falsche Partner? Ist die Beziehung toxisch? Also das ist nicht, was ich toxisch nennen würde, nee. Nee, das ist der normale Beziehungsdrama-Alltag, ne? Und beziehungsunfähig bist du nicht. Du hast ja ein Jahr eine Beziehung geführt. Und irgendwann ist jede Beziehung vorbei. Spoiler Alert. Spätestens, wenn man stirbt oder so. Jede Beziehung geht irgendwann zu Ende. Noch was wichtig ist, ja, schon mal hier, ja, dass du auch noch ein paar andere Themen in deinem Leben hattest, ja. Und dass du jetzt auch eine Beratung angefasst hast, finde ich super, sehr gut, da kannst du es ja auch noch weiter vertiefen. Ja, und dass es ja einfach zu eng und zu nah, zu schnell war. Ja, und das ist legitim. Also bindungsängstlich heißt ja auch nicht, dass man alles umstellen muss oder sondern dass man gucken muss, okay, was kann ich da runterschrauben und was muss dann auch ein gutes Match für mich bringen, weil keiner von uns kann sich hundertprozentig verändern, so, ne? Man hat dann so seine Marotten und Eigenarten und da muss dann jemand muss die gleiche Meise haben sozusagen, der dann auch sagt, boah, es muss jetzt gar nicht zu eng sein, aber trotzdem verbindlich, ein bisschen muss man auch wieder ein Match finden, so, ne? Nun habe ich es nie richtig in eine Beziehung geschafft, obwohl ich, das ist eine Beziehung, das ist eine Beziehung. Also nur weil das jetzt nur ein Jahr ging, kannst du jetzt nicht sagen, es zählt nicht so. Also viele Beziehungen gehen länger, weil Kinder geboren werden und was weiß ich. Und interkulturell gibt es sowieso so ein 4-Jahres-Limit, selbst für längere Beziehungen, also Limit nicht, also ein 4-Jahres-Mittelwert, wie lange Beziehungen gehen, du hast ein Jahr geschafft, also jetzt, du kannst es auch ganz anders, das ist so ein bisschen, gibt dir mal dieses schöne Beispiel, stell dir vor, du gehst in ein Flugzeug, das diskutieren wir auch in diesem Glückskurs da, stell dir vor, du gehst in ein Flugzeug und sitzt in einer Touristenklasse und du kriegst ein Upgrade auf die Business Class, freust dich total, und dann stell dir vor, du bist in der First Class, die haben irgendeinen Fehler gemacht, oder du hast es gewonnen, oder man weiß nicht so richtig, oder keine Ahnung, und du bist downgraded in die Business Class. So, beide sitzen in der Business Class und aber einer ärgert sich total und einer freut sich, ne? Das ist, also du kannst auch eine andere Point of View einnehmen und sagen, hey, aber ich habe es ein Jahr geschafft und das war keine toxische Beziehung, war jetzt nicht alles super. Und dich da abholen, wo du stehst, und dann gibt es den nächsten Schritt, ne? Ich hätte gerne eine Familie gegründet, aber es nie geschafft. Ja, du bist noch nicht zu alt dafür. Wie viele kriegen plötzlich Kinder in den 40ern? Ich höre das immer wieder. Die Partner, die ich wollte, waren nicht erreichbar wie mein Vater. Ja, aber das ist hier nicht das Thema. Also sowas du schreibst, ja gut, er hat mal seine Kopfhörer aufgehört und Netflix geguckt, aber das ist jetzt nicht wie so ein typisch unerreichbarer Partner. Also da ganz im Gegenteil, da war er ein bisschen zu needy und das können sag ich jetzt mal, Leute mit einem angeknacksten Liebeschip können beides nicht ab. Die können nicht ab Leute, die zu needy sind, oder die können nicht Leute ab, die zu distanziert sind, ne? Und der war jetzt vielleicht ein bisschen zu needy, aber das ist nicht, ich glaube nicht, prüf das nochmal, bevor du das so einredest, oder kannst das in deiner Beratung prüfen, ob der wirklich war wie dein Vater. In diesem Sinne, mach weiter so, mach die fucking Kurse und wir sehen uns bald wieder.